So, hier ist der Datsun Pro Stand mit den ganz, ganz neuen coolen Sachen. Die MK 1.2, die MK 1.2, nee, 2.1, jetzt magazinmäßig. Da ist die Juice, die finde ich auch cool. Da hinten die Tomcat, im Prinzip eine Halbdart-Version der Villainator. Und die meiner Meinung nach unglücklich benannte Dictator. Naja, an dem Namen geht ein bisschen noch was, finde ich. Hier gibt es eine kleine Schussbahn, wo man mal die Blaster ausprobieren kann. Und das versuche ich jetzt mal zu machen. Ich schlängel mich hier ein und dann gucken wir mal, was geht. So, wir gucken uns jetzt mal die neue Datsun MK 1.2 an. Nee, 2.1 ist das gute Gerät hier. Der Nachfolger von der bekannten Datsun MK 2. Die ist jetzt im Magazin ausgestattet. Also so ein kleines Angles Mini Talon. Das ist natürlich ein eigenes Format, ganz klar. Ansonsten ist der Blaster sehr ähnlich aufgebaut wie die Mark II. Wieder mit dem Schlitten mit entspannt, Magazin rein. Was cool ist, hier ist der Magazin ausgedruckt und der ist guter weich, ein Traum. Super ist das. Schlitten nach vorne. Crap, I jammed it. Schlitten nach vorne ziehen und wenn man das richtig gemacht hat und nicht wie gerade eben, funktioniert das Ganze auch. Jetzt probieren wir es ganz kurz mal aus. Spannen. Ach, schon. Oh, ist schon. Super. Wir gehen mal hier rüber. Nee. Also, richtig cooles Teil. Ich freue mich darauf, wenn Krein von Blasterteilen das endlich in Europa treffen wird. Vielleicht kriegen wir es auch in Deutschland. Wer weiß. Vielen Dank. Das ist das ganz Neue von Datsun aus der Pro-Reihe. Das ist die Tomcat. Wer die Villainator kennt, trommelbasierender Blaster halt, dieses ist mal gut das gleiche eigentlich mit kurzen Darts. Hat auch wieder die Leistung von der Pro-Reihe, schätze mal so 125, 150 FPS in die Richtung. Kommt mit so einem netten kleinen Zweiten oben drauf, verschiebt er logischerweise, ziemlich cool. Das Besondere ist, genau bei der Villainator, man kann in zwei Lagen Darts reinfuttern. Das heißt, man hat nicht nur eine untere Lage Darts, sondern auch eine obere Lage. Richtig viel Munition dabei, auf richtig kompakten Raum. Ziemlich coole Sache. Und jetzt gucken wir uns mal an, wie das Ding feuert. Wir probieren es mal aus. Die hat Zunder. Und die trifft auch da, wo man hintreffen will. Der war leer. Also, wenn ihr euch das Ding holt, achtet darauf, dass ihr richtig befüllt. Wie gesagt, beide Lagen sollten voll sein. Die untere Lage wird halt nicht dann genommen, wenn die obere leer ist. Schon darauf aufpassen. Ansonsten total coole Idee von Datsun. Ich bin echt gespannt, wann der in Europa zu kriegen sein wird. So, jetzt haben wir einfach einen kleinen Blick auf die Vulcanator. Also der Name ist so ein bisschen Phineas und Ferb, Rufenschmerz Incorporated. Das Ding ist ganz cool. Man kann zwei Magazine reinpacken, wahrscheinlich auch größere, muss man ausprobieren. Der kann aus zwei Läufen gleichzeitig feuern, oder direkt nacheinander. Das heißt, die Feuerrate wird ziemlich hoch sein. Full Auto Flywheeler, gucken wir uns vielleicht mal an. Hier unten, wie gesagt, Flywheel Trigger, abnehmbarer Stock. Das Schöne ist jetzt auch mit dem Nerf and Strike Attachment kompatibel. Das ist ganz cool. Also ich bin mal gespannt, was der so kann. Wir probieren das mal eben aus. Ich mag den. Der ist total gut. Super. Hoffentlich kommt der bei uns im Herbst raus. Wahrscheinlich auch wieder bei Blaster Time in den Niederlanden erhältlich. Und wenn das so ist, packen wir den Link in die Beschreibung. So, und hier ist der Star der Show von Datsun, was da dieses Jahr rauskommt. Das ist die Mark 1.2. Eine verbesserte Version der bekannten 1.1, im Prinzip die Luxusvariante einer Nexus Pro. Was ist neu? Man kann hier über diese Schnellverschlussverbinde den ganzen Blaster ziemlich einfach aneinander bauen, dass man den besser transportieren kann. Man hat hier oben so ein richtig cooles, grün aussehendes Zielding dran. Wir haben zwei von den coolsten Magazinen dabei. Dafür kein Langdart-Magazin mehr, aber es ist noch kompatibel, wer möchte. Und wir haben richtig cooles extra eine klappbare Schulterstütze. Eindrücken, rumlegen, genial. Dann ist das Ding richtig CQB-mäßig gut unterwegs. So, wir probieren mal ganz kurz an der Schussbahn aus. Spannen ist ganz einfach, wie bei Altwasser auch. Nach vorne ziehen. Das war nicht gut, das liegt am Schützen. Das war schon viel besser. Das Ding hat wieder richtig Zunder. Ich schätze mal auch wieder so der gleiche Bereich wie die alte Datsun Mark 1.1 oder die 1.0 damals noch. Ich schätze mal 150 FPS wieder rauszuholen. Richtig nettes Ding. Wahrscheinlich auch wieder erhältlich über Blaster Time in den Niederlanden.
Das ist der Stand von Gameface, bekannt aus der Gameface Prime, das ist eine amerikanische Variante von der CDS. Die haben sich mal wieder berappelt und neue Sachen auf den Markt gebracht. Das gucken wir uns dann mal kurz an, was da zu sehen ist. Und ansonsten, da haben wir schon. Scheuern heißt das gute Ding, was demnächst rauskommen soll. Mal sehen, ob das auch in Europa vertrieben wird. Ich bezweifle es ja, aber wir können ja hoffen. Ansonsten haben sie ihren eigenen Dart jetzt rausgebracht. Sieht vom Design eigentlich sehr ähnlich aus wie der Adventure Force Pro Dart, finde ich persönlich. Kann man hier so einigermaßen sehen. Mal sehen, ob wir gleich mal einen uns genau angucken können. Das ist halt der neue Gameface Dart. Sieht aus wie ein Pro Dart im Prinzip. Minimal andere Spitze. Auch hier kleinere Spitze als der Schaum. Keine Lücke über Worker Darts. Mal gucken, ob der besser oder schlechter ist. Es gibt hier die Try-On zum Ausprobieren. Mal sehen, ob ich das gleich mal ausprobieren kann. Also mal cool. Hat man das gesehen? Die ganze Zeit über 200 FPS, der Hammer. So, noch eine Kleinigkeit, irgendwie kurz vor Schluss hier. Ich bin gerade am Stand von Gameface. Das ist hier eine Firma, die normalerweise in den USA Blaster vertreibt. Die bringen neue Darts raus. Ich werde ein paar mitbringen, die wir bei uns darauf herzunehmen testen können. Und neben den neuen Magazinen, die sind mit Talons, mit Katanas und mit ein paar anderen Kurzdart-Magazinen kompatibel, gibt es auch einen neuen Blaster. Und zwar ist das hier dieser Tryon. Den habt ihr gestern schon mal gesehen, als ich was auf der Formcon gezeigt habe. Ganz kurz, ganz cooles Teilchen. Kurzdart only, aber das ist ja nicht weiter schlimm. Hier vorne ist eine Picatinny Rail drunter, das heißt, man kann den Pumpgriff abnehmen und durch was anderes ersetzen als Standard. Man kann hier hinten an der Buffer Tube das auch abmachen, genau, also hier hinten. Ähnlich wie bei, ich sag mal, Konkurrenzprodukten. Ganz einfache Demontage der Feder respektive des Spacer Systems. Da kann er noch, ne, Federspacer einbauen. Für die, die etwas mehr Power als einen halben Joule brauchen. Und dieses Ding hier, den Griff kann man auch noch abbauen und durch einen AR-15-kompatiblen Airsoft-Griff oder sowas ersetzen. Andere gibt es sonst ja nicht, wissen wir ja. Noch eine Besonderheit, das Ding hat zwei Abzüge im Prinzip, also, ne, nur ein, aber im Prinzip hat das Ding nicht ein Catch-Mechanismus, sondern gleich zwei Catch-Mechanismen. Das bedeutet, dass das Ding die ganze Zeit eigentlich gedroppt werden will und losfallen will. Tut er aber nicht, der hält das ganz gut. Aber man kriegt damit einen unheimlich reaktionsfreudigen Abzug hin. Ich zeige euch das mal. So. Unglaublich. Das ist, als ob man einen Flywheel Blaster mit so einem richtig guten Mikroschalter versieht. Richtig cool. Den gucken wir uns hoffentlich intensiver an, wenn er in Europa rauskommt. Das wird eine Weile dauern, vermuten wir mal. Aber wir hoffen mal das Beste. Dann, Christopher. Vielen lieben Dank. Thank you so much. Thank you. Das ist die Tryon von Gameface.